Sommersonne und Spaß waren wieder während der diesjährigen Festivalsaison geboten. Solch eine Vielzahl an Veranstaltungen kann schon mal schnell den Geldbeutel belasten. Das Brückenfestival Nürnberg schafft es jedoch immer wieder für gute Unterhaltung auch ohne Eintrittsgebühr zu sorgen. Die Lara war für euch beim Aufbau dabei und hat mit dem ehrenamtlichen Team gesprochen. Hi, könntest du dich kurz vorstellen? Voll gerne. Ich bin Wollo. Ich bin hier beim Brückenfestival im Videoteil des Technikteams. Hallo, ich bin der Tim und am Brückenfestival bin ich in der Programmgruppe und ich moderiere in der Zeltbühne da hinten. Ich bin Mia und ich mache die Aftershow-Party fürs Brückenfestival. Ich bin die Maren und bin Teil des Brückenfestival-Teams. Für wen ist das Festival so gedacht? Ich glaube, dass wir uns Mühe geben, keine Altersgruppe auszuschließen. Welche Musik wird auf dem Brückenfestival gespielt? Immer wieder kommt es Indie, Stromgitarren, Musik ist Elektronisches und Hip-Hop ist definitiv was wir auch jedes Jahr haben. Auf der Hauptbühne ist es bei uns wichtig, dass eben die Musik auch erzeugt wird vor Ort und nicht nur aufgelegt wird. Für DJing haben wir das Cocktailzelt, da haben wir dieses Jahr ein reines Flinter, also nur Frauen-Booking mit Elektro-DJs. Großer Teil der lokalen Acts spielt in der Zeltbühne. Wieso findet das Festival unter einer Brücke statt? Ich glaube, es gibt so ganz viele Basic-Vorteile, wie man wird nicht nass. Was halt cool ist, dass man die Bühne, man muss da halt kein Dach drüber machen. Und sonst so Open-Air-Bühnen haben halt immer so ein Dach und dann schauen die alle gleich aus. Und so kann man in der Bühnengestaltung ein bisschen freier sein, finde ich. Wie finanziert sich das Brückenfestival? Das Brückenfestival finanziert sich aus zwei großen Blöcken. Wir haben einmal den Block Sponsoring. Ein sehr großer Teil ist unser Getränkeverkauf. Was passiert, wenn nicht genug Getränke verkauft werden? Wenn jetzt jeder sein eigenes Getränk mitnimmt, dann ist es schwer für uns, nächstes Jahr am Brückenfestival tatsächlich zu stemmen, weil uns die Einnahmen fehlen. Es gibt viele ehrenamtliche Personen auf diesem Festival. Bist du auch einer von denen und was für eine Rolle übst du aus? Alle Leute, die du am Brückenfestival siehst, die nicht entweder eine Security-Weste anhaben oder gerade auf einer Bühne Musik machen, sind ehrenamtlich. Wir haben keine einzige weitere bezahlte Person am Festival. Was ist denn so dein persönliches Highlight hier auf dem Brückenfestival? Tatsächlich so die ganze Crew und dass man zusammen mit Freundinnen so ein Festival stemmt. Warum ausgerechnet diese ehrenamtliche Arbeit? Ich mag es gerne zu feiern und ich mag die Nacht und ich finde das irgendwie schön, dass wir halt nach dem Festival auch noch was machen können zusammen. Wo genau findet denn die Aftershow-Party statt? In der Mutz gibt es eine und in der Desi. Und wir haben es dieses Jahr so gemacht, dass in der Mutz eher Hip-Hop läuft und in der Desi Techno, elektronische Musik. Die sind ab 12 Uhr. Wir können ja unter der Brücke nur Live-Musik machen bis um 12 Uhr. Und so ist es gedacht, dass die Leute dann bis um 5 noch weiter tanzen können. Wenn ihr nächstes Jahr beim Festival helfen wollt, dann könnt ihr euch hier melden.